Geheimnis nächste Woche. Ja, Lauchöl. Selbst angesetzt. Ja, ja. Und was gibt's bei dir heute? Heute gibt es gegrillter Hokkaido-Kürbis mit Hirsching, Feldsalat und Apfel. Was macht dein Chef? Was kriegt er hin? Sag mal, du bist schon gerade ums Eck mit deinem Hotel, Kimi. Ja. Und was treibt dich da hoch? Naja, es macht immer Spaß. War ja schon ein paar Mal dabei und es ist immer toll hier oben. Martin ist guter Kollege, nett und macht einfach Spaß. Ja, das sind Altbekannte natürlich und die machen das wie immer gut, super. Und ich bin froh, dass die da sind. Das ist natürlich für unsere Hotelgäste oder für die Gäste außerhalb auch mal was anderes, weil wir machen Küchenparty jetzt seit 25 Jahren mittlerweile. Morgen habt ihr ein Jubiläum, ne? Ja. Gratuliere zu 25 Jahren. Und jeden Dienstag bist du da. Jeden Dienstag, ja. Und jetzt ist ist einfach toll. Hast schon einen Orden verdient. Genau. 25 Jahre lang jeden Dienstag. Große Leistung, super. Warte, was hast du hier? Ein Kalbskarree. Ein kleines Messerrundkurs. Also langzeitgebratenes Kalbskarree mit frischen Kräutern. Und ein Schmorgemüse dazu, vom Risolé und Hollandaise. Das heißt, es ist nur gebraten? Ja, gebraten, lang gebraten. Sodass es eben so. Was heißt lang? Kern, ja, also 4 Stunden, sodass es halt so 53. Dann darfst du noch eine Ablage. Sieht doch schön aus, gell? Ja. Bis Friede. Ja, sehr gut. Heute? Wir machen Rappe à la Marinera, also Seedui von Matrosenart, mit Garnelen und Sepia und feine Soße, also die mediterranische Küche, gute Küche. Schafranschaum und ein bisschen Grüne und fertig. Fertig, aber schöne Portion. So, schöne Portion. Warum kommen Sie immer? Warum? Warum? Warum immer hier ist Spaß und immer etwas Neues und neue Leute und ja, ein bisschen Werbung auch für unser Restaurant, ganz logisch. Ja. Was ist das, was du heute machst? Ein Tagliolini mit Salsiccia Calzagù. Eigene Olivenöl? Nein. Selbstgemacht? Olivette delle Pizze. Du musst selber pressen, selber pressen. Aber nicht selber gepresst. Wisst ihr? Macht einen müde. Wenn man so viele Köche um sich herum hat. Und ich möchte jetzt ganz einfach die Chefs mal zu mir bitten und freue mich, Bernhard Mendle vom Hotel Gimmick, vom Springbrunnen, der Herr, der ist hier. Herzlich willkommen, die Bea, Simone, Snedes und Pasquale.
verehrte Gäste, eine Tourismusregion lebt im Wesentlichen davon, dass sie natürlich eine wirklich schöne Landschaft haben. Aber in eine so Tourismusregion gehört auch der Genuss. Das ist Wein und gutes Essen. Und das haben wir auch. Und dafür stehen die Küche. Und dafür sage ich euch einen herzlichen Dank dafür.